ist sehr freundlich von Ihnen, uns Ihre Aufmerksamkeit zu schenken und sich in die Geschichte zurückführen zu lassen, zu Bartolomé de las Casas. Auch wenn Sie vorläufig noch nicht wissen, wer das ist. Wir tun das nicht ohne Hintergedanken, denn wir haben, indem wir Vergangenes wieder aufleben lassen, die Gegenwart im Auge. Nicht nur das große Jubiläum, die 500-Jahr-Feier der Entdeckung einer neuen Welt, die 1992 gefeiert wurde und immer noch gefeiert wird. Und natürlich gibt es da viel zu feiern. Ein Kontinent ist ins Licht der Geschichte getreten. Aber gibt es wirklich so viel Feiernswertes? Lauert hinter dem Heiteren nicht immer das Tragische? Und muss das so sein? Darüber haben sich Menschen zu allen Zeiten den Kopf zerbrochen. In Wirklichkeit, im Drama, im Roman. So wie Reinhold Schneider in seinem Bericht über jenen Bartolomé de las Casas, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Mit diesem Mann beschäftigte man sich auch im Jahre 1550. Denn da gab es ein Streitgespräch, das in einer spanischen Stadt namens Valladolid stattfand. Sogar seine Majestät, Kaiser Karl V., war zugegen. Er wird auch hier gleich auftreten. Denn ihn ging es an. Er musste eine Entscheidung fällen für sein Reich, in dem ja, Sie erinnern sich, die Sonne nicht unterging. Denn Kolumbus hatte bekanntlich auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien Amerika entdeckt. Für Spanien, für die Christenheit, für seine apostolische Majestät. Was in jenen Tagen in eins zusammenfloss. Die neuen Indien, so hieß dieses Land zu jener Zeit, sollten Ruhm, Macht, imperiale Gewalt der Krone Spaniens und des Kreuzes mehren. Und sie taten das wohl auch zur Freude der Kirche, der Spanier und seiner Majestät. Weniger zur Freude der in den neuen Indien ansässigen Bevölkerung, der Indios, die bis dahin unentdeckt, dafür aber ungestört so vor sich hingelebt hatten mit ihrem Glauben, ihrem Kaiser, ihrem Reichtum, ihrer Armut. Ein Mönch namens Bartolomé de las Casas hatte ein Buch geschrieben damals, das Aufsehen erregte in allen Kreisen, die lesen konnten, die es gelernt hatten, seit die Buchdruckerkunst erfunden war, also seit gar nicht so langer Zeit. Kurz gefasster Bericht von der Verwüstung der westindischen Länder, hieß es, dieses Buch. Und Aufsehen, wie ich sage, das ist zu wenig für das, was es bei jenen bewirkte, die es angingen. Las Casas, ein Dominikaner, wusste, worüber er geschrieben hatte. Er war lange und oftmals in der neuen Welt gewesen. Er kannte das, worüber er berichtete. Und das kann ja nicht jeder, der Reportagen schreibt, von sich sagen. Natürlich erhob sich wütender Widerspruch wegen der ungeheuren Anklage, die diese Schrift war, gegen Spanien, gegen seinen Imperialismus, gegen die meuchelmordende Armee, die ein Volk ausgerottet hatte, im Namen Spaniens und auch im Namen der Kirche. Ein, heute würde man sagen, Fundamentalist, ein Mann namens Dr. Ginés de Sepúlveda, verfasste eine Gegenschrift, die gleichfalls überall gelesen wurde. Das war ein Humanist, ein braver Mann, horizontlos und fromm, der Spanien liebte und die Gewohnheit von sich selbst, seinem Volk und dessen Ehre, nur das Stolzeste zu denken, zu schreiben und zu sagen, zum Mittelpunkt seines Lebens und seiner Weltsicht machte, wie das ja immer schon verbreitet war. Sepúlveda war Hofchronist und gelehrt und durchaus der Rede, vor allem auch des Schreibens, mächtig. Die Disputation ging, wie es damals wörtlich hieß, darüber, ob, wie der Doktor behauptet, die Eroberung der indischen Länder und der Krieg gegen die Indianer rechtens, oder ob, wie Las Casas dagegen vorbringt und verkündet, jener Krieg tyrannisch, ungerecht und unrechtmäßig gewesen sei. Welche Frage ergründet wurde in Gegenwart vieler Gottes- und Rechtsgelehrter,
Auf einer Versammlung, die nach dem Wunsch und Willen seiner Majestät zu Valladolid im Jahre 1550 einberufen worden ist. So, und dieses Streitgespräch wollen wir für Sie zum Teil jedenfalls nachstellen, es Ihnen vorführen. Weil wir glauben, dass man allerorten des Kolumbus wegen der Entdeckung Amerikas gedacht hat, dass es Sie also vielleicht interessieren könnte, wie das Abendland größer wurde, wie sich also der Abend über einen Kontinent senkte. Wir haben in diesem Studio den Ort der Disputation nachgebaut. Der Szenenbildner Herwig Libowitzki hat aufs Beste und hoffentlich Billigste, das ist beim Fernsehen ja wichtig, gearbeitet. Und wir haben sogar Schauspieler gefunden, die sich der Mühe des Textlernens unterzogen haben. Der Mönch Bartolomé de las Casas war damals schon ein alter Herr, älter als Erich Auer, der seine Begabung, seine Fantasie diesem tapferen, großen Mann zur Verfügung stellen wird. Ebenso wie Eugen Stark, den gelehrten, stets rechte Wege gehenden Dr. Sepúlveda uns menschlich näher bringen und verständlich machen wird. So, dann wird Kaiser Karl V. auftreten. Er wartet schon hinter dieser Tür. Horst Dieter Sievers wird ihn seine Zeit, seine Sorgen, seine Macht zum Leben erwecken. Und dann gibt es noch den Bischof Loyasa von Sevilla, Jaromir Borek, der allen alles erklärte, vor allem dem Kaiser, aber ihn wollen wir nicht in ganzer Länge zu Wort kommen lassen, weil unsere Sendezeit beschränkt ist. Und nicht nur diese. Vor dieser Türe steht, Sie sehen es, ein uniformierter Herr. Wen spielen Sie? Den ersten Offizier. Was ist Ihre Aufgabe? Wenn die Tür aufgeht und der Kaiser eintritt, rufe ich der Kaiser. Warum? Den Kaiser kennt doch jeder. Damit die Anwesenden aufstehen und der Krone die Ehre erweisen. Wissen Sie, dass es hier und heute auch um die Ehre der Armee geht, um ihre Taten und Untaten in den neuen Indien? Nein. Was heißt nein? Das weiß ich nicht. Die Armee soll da drüben schrecklich gehaust haben. Wissen Sie das nicht? Ich selbst habe in den neuen Ländern eine Zeit lang gedient. Und? Was sagen Sie dazu? Nichts. Nichts? Wollen Sie nicht darüber reden? Wir hatten unsere Befehle. Und es war Krieg. War denn wirklich Krieg? Wussten die Indios das? Sie wollen nicht darüber reden. Soldaten reden nicht gern. Ich soll jetzt den Kaiser anmelden. Na schön. Dann tun Sie das. Herr Kaiser! Ich eröffne die Versammlung des Indienrates. Besser als jedes Wort erweist die Gegenwart Ihrer Majestät die Bedeutung dieser Versammlung. Es geht heute um die Frage, ob im Namen Christi jenseits der Meere überhaupt Herrschaft ausgeübt werden darf und kann. Und dann in welcher Gestalt. Der Dr. Sepúlveda hat ein Buch geschrieben über die gerechten Gründe des Krieges gegen die Eingeborenen in den neuen Indien. Es ist ihm darum gegangen, die Rechte des Kaisers, die Rechte Spaniens auf die neue Welt zu wahren und die Maßnahmen der spanischen Regierung gegen Andersdenkende in Schutz zu nehmen und als rechtmäßig zu beweisen. Aber diese Rechte werden nicht nur von den Feinden des Staates mit großer Erbitterung angegriffen. Sie haben auch Gegner im Inneren. Ich verstehe es als meine Pflicht,
parteilos den Streitfall höherer Einsicht vorzutragen. Da wir aber doch Menschen sind und nicht Sachen und auch vielleicht ein persönliches Wort erwartet wird, will ich freimütig einräumen, dass ich den Mut des Vaters Las Casas achte und seinen Eifer nicht bezweifle. Er wirft sich der Strömung des Jahrhunderts, ja der Geschichte selbst entgegen. Und wenn es aus seinem Glauben wäre, als Präsident des Indienrates im Dienste Ihrer Apostolischen Majestät bin ich verpflichtet zu sagen, dass ich die Lehre des Vaters Las Casas für gefährlich halte. Gefährlich, wie die Worte Christi. Wenn es wahr ist, dass die Indios frei geboren sind und als Freie bekehrt werden sollen von uns, dass sie also in keiner Weise gezwungen werden dürfen zu glauben, unseren Glauben zu glauben, so fällt alles, was bisher im Namen der spanischen Könige über den Meeren getan wurde, unter das Verdammungsurteil des Mönchs Bartolomé de Las Casas. Wenn es auch wahr ist, dass das Kreuz aus eigener Kraft sich ausbreiten soll über die Erde, nicht unter dem Schutze des Schwertes, das dem Staat anvertraut ist, so hätte Kolumbus das Schwert auf dem Schiff lassen sollen. Dann hätte Spanien ein Heer von Märtyrern über das Meer senden müssen. Herr Bischof, wir müssen uns das Unrecht, das in den neuen Indien geschieht, vergegenwärtigen. In seiner ganzen Furchtbarkeit. Sonst müsst ihr, ja müsste jeder, meine Forderung für wahnsinnig halten. Sie bezweckt nichts Geringeres, als auf den Sturz der Autorität hinzuwirken. Verlangt ihr doch, dass die dort Geborenen jene Rechte wiedererhalten, die sie vor der Entdeckung durch uns hatten. Ich fordere die Rückgabe ihres Besitzes, ihrer Pflanzungen, ihrer Bergwerke. Ich fordere die Wiedererrichtung ihrer Staaten. Sie sollen Herren ihrer Erde sein. Es soll alles werden, wie es gewesen ist, aber erneuert in Jesus Christus. Die Frage, die hier erhoben wird, ist unmittelbar an das Gewissen unseres weltlichen Herrn gerichtet. Was Las Casas will, kann ungeheure Folgen haben. Und an dem Punkt, an dem wir jetzt stehen, heißt das nichts Geringeres als die Entscheidung darüber, ob alle Beziehungen zwischen dem Mutterland und den Ländern der neuen Indien, ob die Lebensverhältnisse jenseits des Meeres von Grund aus verändert werden sollen. Größte aller Veränderungen brächte der Wandel des Geistes hervor, der Eingang einer neuen Idee in die geschichtliche Wirklichkeit. Mir geht es darum, die völlige Freiheit der Menschen vor Gott im spanischen Weltreich zu begründen. Es ist vermessen, angesichts der Majestät die Folgen zu erörtern, die ein solcher Wandel im Laufe der Jahre auf den Wohlstand Spaniens, den Stand der kaiserlichen Kassen, schließlich auf die Weltpolitik des Kaisers ausüben müsste. Also ist die letzte Frage, die hier erhoben wird, vielleicht an das Gewissen der Majestät selbst gerichtet. Ob etwa Las Casas Ansinnen Gottes Gebot näher kommt als die Lehre Sepulvedas? Und welche Opfer an irdischer Macht, ja, vielleicht sogar an irdischer Verpflichtung, ein von Gott eingesetzter Amtsträger verantworten kann, wenn er sich bemüht, seiner Verpflichtung vor der Ewigkeit gerecht zu werden. Das aber kann von keinem Geistlichen und keinem Gelehrten allein entschieden werden. Denn es hat unmittelbare Wirkung auf die Geschichte selbst. Las Casas soll sprechen. Ich weiß nicht, wie ich meiner Sache noch helfen soll, wenn sie sich nicht selber hilft, mit der Kraft der Wahrheit. Wir sind auch nicht zusammengekommen, um die Geschäfte der Erde oder die Schicksale der Staaten zu behandeln. Dazu bedürfte es weiserer Männer, als ich es bin. Wir sind aber da, um uns über das Einfachste zu verständigen. Darüber, wie das Gebot unseres Herrn, der für alle gestorben ist, befolgt werden soll. Der Herr hat einst seine Apostel ausgesandt, die Völker zu taufen. Und nun ist unser ganzes spanisches Volk vom Herrn mit diesem Amt, dem Apostelamt, betraut worden. Hat er nicht gewollt, dass wir die neue Welt entdecken
und den Völkern das Kreuz bringen? Und er wird uns einmal fragen, ob wir getan haben, was er uns aufgetragen hat. Daran werden wir gerichtet werden. Wir sollen in den neuen Indien nicht Reiche gewinnen, sondern Seelen. Gott hat den Menschen frei geschaffen. Und vor ihm gibt es keinen Unterschied zwischen Völkern und Rassen. Aber der Herr Dr. Sepulveda meint, dass wir die Völker unterwerfen müssen, um sie zu bekehren und ihnen auf diese Weise nach der Bekehrung die Freiheit des Christen bringen sollen. Wer aber von einem Apostel des Herrn getauft wird, der wird aufgenommen in den neuen Bund und seiner Sünden ledig. Der Irrtum, in dem er zuvor gelebt hat, kann ihm nicht mehr zur Last gelegt werden. Nun ist er Christ und untersteht dem Gesetz des Christen. Darauf kommt alles an, dass die Taufe einen neuen Menschen macht. Taufen wir, so haben wir kein Recht, die Abgötterei zu strafen. Taufen wir nicht, so haben wir kein Recht, nach Indien zu fahren. Daher halte ich den Krieg gegen die Indios für unerlaubt und die Sklaverei für unchristlich. Wie soll dem Glauben geholfen werden, wenn nicht durch einen geordneten Staat? Sünde ordnet nicht. Wer glaubt, dass es ein Recht des Menschen aus seiner unmittelbaren Beziehung zu Gott gibt, das unabhängig ist von staatlicher Ordnung, der irrt. Alle Mittel, die dem christlichen Staat dienen, sind auch dem Christentum selbst förderlich. Was zur Festigung dieses Staates beiträgt, ist gut. Was dazu führt, dient dem Glauben. Und darum halte ich die Kriege unserer Soldaten, deren Ziel Unterwerfung und Bekehrung der Indios ist, für eine gerechte, ja heilige Sache. Und ich erkläre im Namen Gottes die Eroberungskriege in der neuen Welt für rechtswidrig. Nichts ist ein größerer Greuel als Unordnung. Niemand verderblicher als der Unruhestifter. Und deshalb klage ich den Vater Bartolomé de las Casas an. Ihn, den Ankläger, dessen Beschimpfungen die ganze Nation vor der Welt herabsetzt. Seine Beschuldigungen sind zum unaussprechlichen Schaden des spanischen Namens. Wir haben nicht die Schiffe und Heere unserer Feinde zu fürchten, wohl aber die innere Zerstörung unseres spanischen Reichs. Denn ihr wird mit Sicherheit die Zerstörung unserer Herrschaft folgen. Ja, aber ich... Angesichts solcher Gefahr scheint es mir wohl angemessen, die Aufmerksamkeit der Person des Anklägers selbst zuzuwenden und zu prüfen, ob seine Anklage und sein Leben zusammenstimmen. Mein Leben hat mit dem, was ich fordere, nicht im Mindesten zu tun. Ist es da nicht merkwürdig, den jungen Lizenziaten Las Casas auf den Straßen Salamancas in Begleitung eines Sklaven anzutreffen, den ihm sein Vater aus den neuen Indien mitgebracht hat? Sein Vater hatte Kolumbus auf dessen zweiter Reise nach Haiti begleitet und dort üppige Pflanzungen, ja auch Goldfelder erworben. Ihre Segnungen mögen dem Herrn Sohn zugute gekommen sein. Später ist der Lizenziat selbst über den Ozean gesegelt. Es ist mir nicht bekannt, dass der künftige Vater der Indios seine Goldmine mit geringerem Eifer betrieben hat als die anderen Landbesitzer. Dagegen wird mir von einem Jahresgewinn von so bedeutender Höhe geschrieben, dass ich ihn lieber nicht mitteilen will. So lebte der Vater der Indios, wie ihn die westlichen Völker nennen, im vollen Genuss der Segnungen, die unter dem Zepter Spaniens den Spaniern in den Kolonien beschieden waren. Was hat ihn bewogen, auf eine einzige Predigt, die der Dominikanerprior Pedro von Cordoba vor dem Vizekönig hielt, den weltlichen Stand zu verlassen und Priester zu werden? Ich weiß es nicht. Die Papiere melden, dass der Lizenziat Bartolomé de las Casas am Tag der Goldschmelze die erste Messe gehalten hat. Es soll die erste Messe gewesen sein, die ein neugeweihter Priester in den neuen Indien gehalten hat. Die Berichte sagen aber nichts von einer Wandlung seines Inneren aus. Und wir müssen annehmen, dass er auch nach der Priesterweihe blieb, was er war, und für recht hielt, was seine Landsleute für recht hielten. Haben denn wirklich meine Sünden mit dem zu tun, worüber wir hier disputieren? Ich glaube schon, Herr Las Casas. Die Berichte, ich habe sie hier, wonach sie als Priester Kuba durchstreift haben und sich dort bedeutenden Grundbesitz überschreiben ließen. Diesen Besitz hat er trotz seines geistlichen Kleides bewirtschaftet. Den Ertrag jener noch unberührten Goldminen wage ich nicht zu beziffern, denn davon verstehe ich nichts. Doch gelingt es mir nicht, Ordnung und Ziel in diesem Leben zu finden. Er hat sich vom Weltlichen abgewandt zum Geistlichen hin,
vom Geistlichen zum Weltlichen zurück. Und wieder tritt eine neue Wendung ein, ebenso unvermittelt, ebenso unerklärlich wie die erste. Der Priester, der Besitzer von Pflanzungen und Goldfeldern, hält am Pfingstfest des Jahres 1514 die Predigt in Baracoa. Und von da an, ich wiederhole, ohne dass ein Anlass festzustellen ist, beginnt er den Kampf gegen die Spanier in den Kolonien. Er erscheint vor dem Gouverneur und erklärt, dass er auf seinen gesamten Besitz verzichte. Er errichtet Schulen, um dort die Kinder der Indios zu unterrichten, gemeinsam mit anderen starrsinnigen Brüdern vom Orden des heiligen Dominikus. In deren Gemeinschaft erschien er nicht lange danach in Spanien und seitdem hält er die Forderung nach völligen Reformen aufrecht, bis zum heutigen Tag. Wissen Sie auch, welche Reformen ich angestrebt habe, Herr Sepulveda? Was könnte den Zustand seines Geistes besser kennzeichnen, als dass er, der die Rechte studiert hat und sein ganzes Leben damit verbringt, das Naturrecht gegen das Staatsrecht zu setzen, selber kein absolutes Recht kennt, vielmehr zweierlei Recht anwendet? Das hat er offenbar getan, als er riet, Neger nach den neuen Indien zu verfrachten und sie statt der Indios als Arbeiter in den Bergwerken und auf den Feldern zu gebrauchen. Er hat damit vor aller Welt zugegeben, dass für höhere Rassen ein anderes Recht gelte als für mindere. Als höhere muss er die Indios betrachtet haben, als geringere die Neger. Unmöglich jedoch kann er übersehen haben, dass die Neger sich nicht freiwillig auf die Schiffe der portugiesischen, genuesischen, holländischen Händler begeben. Dass sie in demselben Sinne frei wären, wie es die Indios seiner Meinung nach sein sollen, wenn eben nicht ein höher geartetes und höher entwickeltes Volk. Und das sind wir Spanier allein, zum Nutzen der Welt, ein Recht besäße über tiefer stehende Völker, wie schon Aristoteles und Plato gelehrt haben. Dies also ist das Leben des Mannes, der sich zum Richter seines Vaterlands, zum Urteil über so viele ruhmvolle Männer, deren Taten die äußerste Kühnheit griechischer und römischer Helden in den Schatten stellen, berufen fühlt. Ich zeige ihn nicht schlechter Absichten. Was er Einzelnen an Beleidigungen zugefügt, was er an offenbaren Unwahrheiten verbreitet, rechne ich, wie ich schon sagte, seinem Eifer zu. Aber der Böswilligste ist nicht so gefährlich wie der gläubige Gefolgsmann einer falschen Idee. Nicht nach ihren Absichten, sondern nach dem, was sie beitragen zur irdischen Ordnung, zur irdischen Wohlfahrt müssen die Menschen gemessen werden. Das Urteil über ihre Absichten und den Wert ihres Inneren ist nicht unsere Sache, sondern Gottes. Wir haben den gefährlichsten und ruhmreichsten Weg auf den letzten Gipfel der spanischen Geschichte betreten. Lassen wir uns jetzt von Träumen betören, so stürzen wir ab. In unserer Macht wurzelt unsere Aufgabe. Und wir würden beides opfern und unser Leben dazu, wenn wir dem Vater der Indios folgen wollten. Der Vater Bartolomé de las Casas hat nunmehr das Wort. Der Herr Dr. Sepulveda hat mit großer Genauigkeit mein Leben erforscht. Und ich bin ihm dankbar dafür. Denn keine Schwäche derer, die der Herr zu seinen Dienern macht, soll verborgen bleiben. Ja, das Gold. Das Gold hat Gewalt über mich gehabt, in meiner Jugend. Ich bin ein Spanier und bin den Versuchungen erlegen, denen mein Volk unterworfen ist. Auch darin hat der Doktor recht, wenn er mir Unbeständigkeit zum Vorwurf macht. Ja, mein Leben ist mit schwerer Schuld beladen, die ich nie werde abtragen können. Schwerer aber lastet nichts auf meiner Seele, als dass ich, wie der Doktor wahrheitsgemäß berichtet hat, den Rat gegeben habe, Neger nach Westindien zu bringen, um sie dort anstelle der Indios arbeiten zu lassen. Eben dieses Mal bin ich nicht vom Recht ausgegangen, sondern von meinem Mitleid. Ich habe geglaubt, die Neger ertrügen mehr als die Indios, die ich in allen Straßen sterben sah, und wollte durch ein geringeres Leiden ein größeres aufhalten. Aber das war Irrtum, das war Schuld. Und ich schwöre sie hiermit feierlich ab und erkläre, dass es wieder alles recht und wieder den Glauben ist.
die Neger an der Küste Guineas einzufangen, sie in Schiffe zu pferchen, in Indien anzusiedeln und so dort mit ihnen umzugehen, wie es täglich und stündlich geschieht. Aber das Beste an des Doktors Rede war sicher, dass er von dem Tag der Goldschmelze erzählt hat, an dem ich zum Priester geweiht wurde. Denn ein Tag der Schmelze ist es gewesen. Damals ist mein Herz zum ersten Mal in die Schmelze gegeben worden. Denn es war hart. Und es bedurfte eines stärkeren Feuers, als Menschen anzufachen vermögen. Ein Feuer von oben ist es gewesen. Das eine kann ich freilich an des Doktors Rede nicht verstehen. Dass er sagt, ich sei nach der Weihe geblieben, was ich vorher gewesen. Ja, weiß er denn nichts von der Gewalt des Sakraments? Nichts davon, dass das Sakrament den Erwählten, auch wenn er nicht würdig ist, verwandelt? Als ich den Prior Don Pedro von Cordoba sprechen hörte in der Stadt La Vega von der Herrlichkeit des Paradieses und als ich ihn nach der Messe inmitten der unglücklichen Indios, ihrer Frauen und Kinder sitzen sah und vernahm, wie er den Vergewaltigten und Entrechteten vom Himmelreich erzählte, auf das sie dasselbe Anrecht hätten wie ihre Unterdrücker, da traf mich das Wort der Schrift von den Gaben der Gottlosen, an denen der Herr kein Wohlgefallen hat, von dem Bluthund, der dem Arbeiter seinen gerechten Lohn nicht gibt. Und da begriff ich mit einem Mal das ungeheure Unrecht, in dem wir leben. Wir können alle, Herr Dr. Sepulveda, aus Papieren herauslesen, was ein Mensch getan hat. Diese Dokumente sind geprüft. Niemand kennt ein Leben von innen. Und darum können Sie nicht ahnen, dass ich in jenem Augenblick, es war Pfingsten des Jahres 1514, zum unversöhnlichen Feind der Sklavenbesitzer und Eroberer und aller derer wurde, die sich vom Unrecht ernähren und dieses Unrecht verteidigen. Unrecht? In der Kronenamen und der Heiligen Kirche. Ja, Unrecht! Und als ich das Unrecht nicht mehr ertragen konnte, da bat ich die Brüder vom Heiligen Dominikus, mich aufzunehmen. Dort lebte ich in Frieden. Aber ich konnte nicht vergessen, was ich gesehen habe. Wieder vernahm ich die Stimme des Pedro von Cordoba. Und dann bedrängte mich alles, was geschehen war zwischen meinem Volk und den Indios, seit Kolumbus seine Schiffe westwärts gesteuert hatte. In einem kleinen Kloster am Meer begann ich alles aufzuschreiben. Ich sah die Schiffe kommen und gehen, Unrecht bringen, Unrecht mit sich nehmen. Und ich schrieb weiter an meinem Werk, um zu zeigen, wie Gottes Wille die Geschicke der Völker lenkt und wie das ewige Recht über die Zeiten hinweg die Schuldigen trifft. Da kam die Nachricht von dem ungeheuren Reich im Süden, in das Pizarro eindrang. Und ich fühlte Tag und Nacht den namenlosen Jammer untergehender Völker. Und ich sah das Gebirge unserer Schuld in den Himmel wachsen. Da ließ ich mein Werk und das Kloster und begann den alten Kampf wieder, den ich werde führen müssen, solange mein Leben währt. Ja, das ist mein Leben. Ist es noch das Leben eines Unwürdigen und Unglücklichen. Aber dennoch glaube ich, dass Gottes Walten in meinem Leben spürbar ist. Meiner eigenen Kraft wird es auch der Doktor nicht zuschreiben, dass ich das Kreuz ergriff und das Dasein der Verbrecher aufgab. Verbrecher im Angesicht der Majestät! Verbrecher! So muss ich die Spanier nennen, die Indios als Sklaven missbrauchen. Ich will, dass Gottes Stimme
an die Ohren der Menschen dringt, die im Unrecht leben. Und im Unrecht leben wir alle. Es kann aber doch nicht sein, dass ein König vom Unrecht weiß und es nicht abstellt. Aber die Könige wissen nichts davon. Der König ist der Hüter des Rechts. Aber ihm muss berichtet werden, damit er weiß, wie er zu entscheiden hat. Wie könnte ein König Königsrecht missachten? Aber das ist geschehen, weil König Ferdinand auf das Schändlichste belogen worden ist von den Admirälen und seinen eigenen Räten. Sie haben ihm gesagt, dass die Indios verbrecherischer Natur seien, allem Schlechten von Grund aus hingegeben und dem Glauben und der Arbeit abgeneigt. Und so hat der König geglaubt, sie wie verbrecherisches Volk behandeln zu müssen. Aber Schuld daran tragen die Räte und die Diener, und darum verklage ich sie. Und ich werde sie vor der Nachwelt verklagen, wie weit meine Stimme reichen mag. Obwohl sie alle längst unter der Erde liegen, die Admiräle mit ihren Missetaten und den Goldklumpen, die sie nach Hause gebracht haben. Ja, seht ihr denn das Gericht nicht? Seht ihr nicht, wie Gott den Sündern Land und Siege und Macht und Ruhm und Reichtum zuwirft, um sie damit zu verderben? Hat Kolumbus nicht schon zu Lebzeiten in Ketten dafür gebüßt, dass er Menschenraub und Menschenhandel betrieben hat? Ach, wohl ihm, denn er war im Grunde seiner Seele ein argloser Mann inmitten der Listigen und der Rechner. Und Gott erwies ihm die Gnade, schon auf Erden büßen zu lassen, was er verbrochen hat. Nur, dass es doch möglich wäre, den Königen zu einer jeden Stunde die Wahrheit zu sagen. Wir können mit schlechten Mitteln Gutes nicht erreichen. Und unsere Mittel sind schlecht. Wenn ich den Spiegel der Wahrheit emporhalten dürfte, hier vor deinen Augen, mein Herr und Kaiser, so würde er tausendfach die falschen Mittel spiegeln. Und es müssten alle schamrot werden, die hineinblicken. Sprich weiter. Ich habe noch das ungestörte Leben gesehen unter den Bäumen des großen Gartens, den unser Herr als Wunder der Wunder inmitten des Meeres angelegt hat. Aber ich habe auch die Toten unter den Bäumen gesehen. Berge von Toten. Viele tausend Kinder waren darunter, die auf Kuba in wenigen Jahren Hungers starben, weil ihre Eltern das Gold aus der Erde wühlen mussten für ihre neuen Herren. Und es lagen Könige unter den Bäumen, edel wie du, Herr, aber ohne ein Zeichen ihrer geraubten Würde, Könige, denen man die Ohren abgeschnitten hatte, wie gemeinen Dieben. Und es lagen Greise darunter, die man wie Kehricht vor die Haustür geworfen hatte, weil sie zur Sklavenarbeit nicht mehr taugten. Schöne, wohlgestaltete Mädchen, deren Leiber spanischen Zuchthäuslern gedient hatten für ihre verworfene Lust. Und wie viele sterbende Frauen sah ich mit ihren toten Kindern an den versiegten Brüsten. Andere wieder sah ich liegen, die schon zu schwach geworden waren, um zu gebären. Tote, Tote und immer wieder Tote. Und ich konnte doch nichts tun, als in die Luft ein Kreuzzeichen zu machen über diese Berge von Leichen. Und ich habe die Fluchen hören, denen ich das Evangelium der Liebe gepredigt habe und ratlos mit ansehen müssen, wie Sterbende das Sakrament verweigerten, weil sie lieber zur Hölle fahren wollten, als sie das Paradies der Spanier. Oh, was habe ich gesehen? Du wolltest die Wahrheit hören, Herr. Das ist die Wahrheit. Und ist es doch noch nicht viel, viel Schlimmeres habe ich gesehen, was kein Gehirn zu denken wagt. Und keine Lippe nachspricht, was selbst der Teufel mit einem Schleier füllen müsste.
Niemand wird an dem tiefen christlichen Erbarmen zweifeln, das den Vater Las Casas bewegt. Dürften wir allein unserem Herzen folgen, wir würden mit Vater Las Casas die Elenden trösten, die Schuldigen verklagen und eine jede andere Verpflichtung vergessen über der Barmherzigkeit. Und wir werden es seinem priesterlichen Herzen nicht verargen, dass er vielleicht auch solchen Schuld aufbürdet, die keine tragen. Wir glauben an die Wahrheit seines Leidens. Wir fragen aber, ob er dieses Leiden nicht überall hin mitbringt und ob es ihn nicht verführt, im Widerspruch zur Wahrheit, in den Leidenden die unschuldig Verfolgten zu sehen. Dass er ein Herz hat für die Indios, wer wollte das bezweifeln nach dem erschütternden Auftritt, den wir erlebt haben? Ob er in gleicher Weise ein Herz hat für die Spanier, wissen wir nicht. Wie aber, wenn er, wie einige seiner Gegner geltend machen, sein eigenes Vaterland verkennen und darum als Zeuge gegen Spanien auftreten würde. Und wenn er, wie die Gegner gleichfalls behaupten, sich für die Befreiung derer einsetzt, deren Unglück nur die Folge ihrer Verbrechen und ihrer Verstocktheit ist. Der Dr. Sepúlveda billigt seinem Gegner ausdrücklich den Vorrang der Augenzeugenschaft zu. Er selbst ist ja nicht in den neuen Indien gewesen, aber er hat einen zuverlässigen Zeugen gestellt. Es ist der Hauptmann Vargas, der unserem kaiserlichen Herrn und seinen Vorgänger in allen Breiten tapfer gedient hat und der sich ebenso durch seinen Eifer wie durch seine Unbestechlichkeit ausgezeichnet hat. Wenn die Majestät es erlaubt, soll er vor unser Angesicht treten. Ich bin nur ein Soldat und zeuge ungern gegen einen Mann, der geistliches Gewand trägt. Ich bin es auch nicht gewohnt zu sprechen. Und wer gar wie ich aus den baskischen Bergen kommt, fasst eher zum Schwert. Vom Wort mag er sich nichts Gutes erhoffen. Herr Hauptmann Vargas, wollen Sie bitte gleich zum Wesentlichen kommen. Überspringen wir Ihre wortreichen Ouvertüren. Was haben Sie die Vorwürfe des Las Casas und die Anschuldigungen Sepúlvedas betreffend erlebt? Was haben Sie gesehen? Ich möchte berichten, wie der Krieg begann und warum. Als Pizarro mit dem Obersten der Inkas zum ersten Mal zusammentraf, da reichte ein Mönch dem Inka ein Messbuch und sagte, das Evangelium des Herrn sei darin enthalten. Der Inka wendete das Buch und warf es auf den Boden. Aus Empörung darüber ergriffen die Spanier die Waffen und die Indios sind nicht langsamer gewesen als sie. So begann der Krieg. Und wo immer ich gefochten, in Westindien oder in Mexiko oder in Neugranada, habe ich die Indios als einen höchst kriegerischen Feind erkannt, der bei Nacht noch mehr zu fürchten war als bei Tag. Der Herr Pater mag die Indios kennen als Untertanen seines Klosters oder als Nachbarn oder als Arbeiter der Landbesitzer, jedenfalls als Unterworfene. Als solche erscheinen sie schwach und zahm. Und dienstwillig. Sie lassen auch von der dämonischen Abgötterei nichts merken, die sie getrieben haben, ehe wir kamen. Nur wer genauer auf sie achtet, wird noch ihr Zauberwesen spüren. Wäre der Pater, wie wir, ehe das Schwert den Weg gebahnt, mit dem Evangelienbuch in der Hand auf das südliche Festland gestoßen, so wäre es ihm ergangen wie den frommen Predigern, deren zu Tod gemarterte Leiber in der Nähe des Magdalenenstromes von den Wilden als Brücken über die Bäche gelegt wurden. Wir haben auf Kriegszügen, wenn es uns gelungen war, ein Dorf zu überraschen, menschliche Gliedmaßen in den Kochtöpfen gefunden und wie die uns verbündeten Indios im Krieg ihre Feinde hinschlachteten und vertilgten, will ich nicht beschreiben. Unsere alten Soldaten sträubten sich die Haare. Niemals sagen Indios die Wahrheit. Niemals halten sie die Treue. Es ist kein Laster denkbar, mit dem sie nicht behaftet sind. Sie verkaufen ihre Weiber und missbrauchen Töchter und Schwestern. Und das ist mein fester Glaube, dass der Teufel sie alle unter seinem Fittich gehalten und ausgebrütet hat, ehe wir Spanier kamen.
Unter solchem Gezücht ist das Schwert der rechte Besen. Ohne das Schwert wird die Welt nicht rein. Als Soldat, um der Ehre unserer Soldaten willen, erkläre ich, dass die überaus gefährlichen Anklagen und Forderungen dieses Mönchs uns wehrlos in die Hände unserer Feinde geben wollen und sie entbehren jeglicher Begründung. Irrtum und Lüge haben sie erzeugt. Sollen sie über das Reich und damit über die Kirche entscheiden? Ich lehne jede Beschuldigung ab, die uns hindert, das zu tun, was wir tun müssen. Mögen die Waffen des Kaisers siegreich sein. Es mag Völker geben, in denen Dämonen hausen, und solche, in die sie zu gewissen Zeiten fahren. Ich glaube, wir Spanier müssten davon wissen. Aber wer den Dämonen mit dem Schwert gegenübertritt, dem führen sie plötzlich die Hand. Und er tut, was nicht er tun wollte, sondern die Dämonen. Nur mit dem Kreuz können wir ihnen begegnen. Und wenn sie uns Märtyrer abfordern, so haben wir fast schon gewonnen. Auch lernen wir Völker nicht im Kriege kennen, sondern nur im Frieden. Denn für den Frieden sind sie gemacht. Haben denn die Menschen schon verlernt zu schauen? Können sie doch nicht einmal einen Baum anschauen, so wie Gott ihn geschaffen hat. Wie viele Spanier sind durch die gesegnete Insel Haiti gezogen und dort verdorben und gestorben? Aber wie viel ich auch fragte, keiner konnte sich der Bäume erinnern. Die Menschen sehen den Baum nicht, so wenig wie seine Früchte, ebenso wenig wie sie die Vögel sehen, deren Ruf sich so schön und klar zusammenfindet, als ob sie mit drei Stimmen singen. Aber wer mit dem Schwert die Welt betritt, der sieht und hört sie nicht. Für den ist Gottes Welt schon verloren. Täglich fühle ich, wie diese Welt verdorben wird, weil falsche Gedanken in den Menschen wohnen, die sie zu bösen Taten zwingen. Mit ihrer Gier und ihre Macht verlangen, zerschlagen sie den Spiegel im Menschen, in dem Gottes Antlitz steht. Das sind Worte, schöne Worte, eines Dichters würdig, aber die Ordnung Spaniens, seine Aufgabe vor Gott, sein Volk, das Volk Christi. Das Volk Christi? Das deines Volkes Seele verdirbt, Herr. Das ist es, was mich nicht schweigen lässt. Lass alles ungesagt und hinfällig sein, was ich vorgebracht habe. Nur das eine nicht, dass wir vor der Ewigkeit stehen, zu jeder Stunde, ja in diesem Augenblick. Herr, dein Volk ist krank, lass es gesunden. Zerbrich das Unrecht, in dem es erstickt. Gib die Indios frei. Setze ihre Fürsten wieder ein, deren Rechte ehrwürdig sind wie die deinen. Lass dein Volk erkennen, dass auch die Indios Gottes Ebenbild sind und Achtung verdienen. Das soll deine Tat sein. Und sie wird nicht vergessen werden und dir und Spanien ewigen Ruhm bringen. Jetzt musst du es tun und zeigen, dass du allein Gottes und nicht der Menschen und deines Reiches Diener bist und ein König, weil dein Sinn höher ist als der der anderen Menschen. Frage niemanden, frag nur dich selbst. Menschenstimmen können dir nicht antworten. Aber wenn du hören willst, Herr, so vernimmst du vielleicht die Stimme des Lenkers der Geschichte, der dich und deine Krone und dein Land
in diesem Augenblick als Werkzeug gebrauchen und sein Reich ausbreiten will. Durch dich. Herr, wenn die Stimme der Notwendigkeit, der auch Fürsten und Völker unterworfen sind, ein Recht hat, dich zu warnen, so in diesem Augenblick. Sie verzeiht es niemals, dass sie missachtet wurde. Höre nicht auf den Träumer. Er zerstört dein Reich. Wie willst du dem Herrn dienen mit zertrümmerter Macht? Was soll ein zerbrochenes Werkzeug in Gottes Hand? Vergiss nicht, dass die Welt sich dir unterwerfen muss und du ihre Ordnung wiederherstellen wirst, wenn du fest bleibst. Das ist dein Auftrag. Das ist die Stunde Spaniens. Was gehört denn von Rechts wegen der spanischen Krone in den neuen Indien? Nichts als ein Auftrag. Darum hat der Papst den Königin Kastiliens die Länder jenseits der Meere anvertraut, dass sie dort Christen erweckten und die alte Ordnung Indiens mit dem neuen Leben christlichen Glaubens erfüllten, nicht aber, dass sie diese Ordnung umstürzen und austilgen. Die Völker Indiens unterstehen ihren Königen und Kaziken. Keine Muschel im Meere, kein Körnchen Gold, keine Frucht der Bäume und Felder ist unser. Nichts ist unser Eigentum. Nicht nehmen sollten wir, sondern bringen. Das war nach Gottes Ratschluss unsere Aufgabe. Und wir haben uns gefragt, was die Schiffe kosten und was es kostet, Kirchen und Kreuze zu errichten. Denn so rechtfertigen unsere gelehrten Doktoren ja unseren Raub. Was hättest du Besseres tun können, kaiserlicher Herr, als die Schätze Spaniens hinüberzutragen? Und wenn Spanien arm geworden wäre über der Erfüllung seiner Aufgabe, welch stolzere Armut könnte es wohl geben? Aber alle Warnungen sind vergebens. Die Schuld ist schon zu einem Teil unseres Lebens geworden. Spanien hat seine Stunde verkannt. Lass Gott mich doch fortnehme, dass ich nicht mehr zeugen müsste für ihn, dass er mich noch mit der letzten Einsicht nicht geschlagen hätte, dass ich das letzte Wort nicht sagen müsste. Und doch ist es wahr, dass das Gericht kommen wird über dieses Land. Denn wer den größten Auftrag verfehlt, der verfällt der schwersten Schuld. Und darum wird Gottes Zorn auf dieses Land fallen. Er wird seine Macht zerschlagen und ihm Inseln und Reiche nehmen. Und wenn die Menschen sich aufrichten aus den Trümmern und den Herrn anklagen und fragen, warum, dann werde ich den Fragern antworten aus dem Grabe. Gott hat eure Väter für einen Dienst ausersehen, aber sie haben ihn nicht verstanden. Und darum tut Gott Recht, wenn er dieses Landes Ansehen vernichtet. Für ungeheure Verbrechen folgt nun die ungeheure Strafe. Die Sitzung ist geschlossen.
Warum hat der Papst den Königen Kastiliens die Länder jenseits des Meeres anvertraut, hat Las Casas soeben gesagt. Hat er sie ihnen wirklich deshalb anvertraut? Gewiss, Papst Alexander VI. War ein kluger Jurist. Der klügste vielleicht, der je Papst war. Und er wusste, dass er das Recht hatte, die neu entdeckten Länder im Namen der Christenheit zu vergeben. Aber dieser Papst, das vergisst man gerne, war ein Spanier. Der erste Spanier auf dem Stuhle Petri in der Geschichte der Päpste. Er hieß Borja, ein spanischer Name. Und die Italiener haben ihn italienisch ausgesprochen, italienisiert, und so hieß er denn Borgia. Und bei diesem Namen fällt einem allerlei ein. Und zu dieser Familie auch, denn ihre Handlungen haben ja weithin von sich reden gemacht. Aber das ist eine Geschichte, die wir heute nicht erzählen wollen, da wir das Jubiläum der Erschließung eines Kontinents feiern. Der Kaiser hat die Sitzung verlassen, anscheinend erregt, aufgewühlt, betroffen von dem, was Las Casas vorgetragen hat. Oder war er nur wütend über all das, was er sich aus dem Munde des Dominikaners anhören musste? Jedenfalls, er hat ihn zu sich bestellt in der nächsten Nacht. Und das ist eine Szene, die wir, die Zeit erlaubt es, miterleben wollen. Ich habe alles, was du gesagt hast, lange überdacht. Du gehörst nicht zu denen, die in der Kutte herrschen wollen. Du hast es dir nicht deinetwegen schwer gemacht. Wir haben ja nicht die Irrtümer zu fürchten, die uns geschehen, sondern die Lüge. Nun glaube ich, dass eine Stimme wie die deine sich nicht von ungefähr erhebt und auch, dass sie eben jetzt laut wird, muss von Bedeutung sein. Ich habe lange schon meine Stimme erhoben. Das Buch ist schon vor Jahren geschrieben worden. Ja, jetzt aber ist es zu mir gedrungen. Der Dr. Sepúlveda ist ein treuer Diener. Ich möchte ihn nicht missen an seinem Ort. Aber an diesen Ort muss er gewiesen werden. Er ist nicht so frei, wie du es bist. Wer neben ihm steht, muss die Dinge sehen wie er, muss ihm Recht geben. Wer höher steht, nicht. Wer weiß schon, wo er steht? Die Welt ist sehr finster geworden. Meine Armen hatten ein helleres Leben und Wirken. Was meinst du wohl, was das Furchtbarste an diesen Zeiten ist? Dass Tag für Tag unzählige Seelen von dieser Welt scheiden, die nach menschlichem Ermessen nicht mehr heimfinden zu Gott. Ja, das ist es. Wir stehen auf einer Insel. Von allen Seiten wird das Land weggerissen und mit ihm werden uns Güter und Menschen entführt, die wir nie wieder erblicken werden. Und doch habe ich als König das ganze Land mit all seinen Menschen vom Herrn empfangen, damit ich es verwalte und ihm zurückgebe. Höre, Las Casas, ich will das Letzte versuchen. In wenigen Tagen will ich nach Deutschland. Der Reichstag ist nach Regensburg berufen. Ich will sehen, was guter Wille vermag und ob es möglich ist, den Streit der Christenheit zu stillen. Ich will nicht siegen, sondern versöhnen. Aber es muss jetzt geschehen. Ich weiß nicht, wie lange meine Kraft noch ausreicht. Und diese beiden Arme, die auseinanderstrebenden Hälften der Welt zusammenhalten können. Ich will mich nicht niederzwingen lassen. Ich
Ich will und kann diese furchtbare Last nicht mehr tragen. Soll ich all die Gräuel hinter mir herschleppen, von denen du gesprochen hast? Ich, der Schutzherr der Christenheit? Dies sind die neuen Gesetze. Lies und bedenke sie. Es ist nichts Geringes. Ich will die Indios freimachen. Oh, nie. Nie habe ich im Innersten zweifeln können an dir. Ich kannte dich und ich kannte deinen Sinn. Und doch hast du mich tausendfach beschämt. Und jetzt steh auf, Las Casas, ich bitte dich. Oh, nun wird alles gut. Von jetzt an wird dein Volk gesunden. Ach, Las Casas, nicht so. Wollen und vollbringen, die sind oft weit getrennt. Hier, in dem Büchlein des Thomas von Kempen erfinden wir ein besseres Wort. Denn ohne Kampf kannst du die Krone der Geduld nicht erlangen. Wenn du nicht leiden willst, so sprichst du zur Krone, nach dir begehre ich nicht. Wenn du aber die Krone willst, so kämpfe wie ein Mann. Und leide wie ein Held. Und was meinst du wohl, wenn auch das zu dem uns zugemessenen Leiden gehörte? Dass wir uns vor uns selbst zum Schwersten überwinden müssten? Und dieses Schwerste dann doch in der Welt nicht vollbringen dürften? Und es ist so schwer für einen Statthalter, sich immer damit zu trösten, dass Gott allein die Absicht misst. Und wie glaubst du, dass meine Untertanen in den neuen Indien mich hassen werden, wenn sie dieses Gesetz lesen? Viele werden dich hassen, aber viele werden dich segnen. Der Segen ist stärker. Wo nimmst du, der so Furchtbares gesehen hat, diesen Glauben an die Menschen her? Nicht an die Menschen. Obgleich ich sie noch nicht verachten kann. Aber an das Recht. Das ist jetzt mehr als 20 Jahre her, seit wir das erste Mal miteinander sprachen. Damals hattest du das große Unrecht eben entdeckt. Und ich war noch junger Fürst, ich wollte helfen. Und du wolltest helfen. Heute stehen wir wieder an derselben Stelle. Was sonst haben wir gefunden als das Kreuz? Und doch muss das große Wagnis noch einmal aufgenommen werden. In der neuen Welt wie in der alten. So will es die Stunde. Du hast mir im rechten Augenblick das Gewissen dafür geschärft. Und ich will dich dafür auszeichnen. Und zugleich will ich mich deiner Hilfe versichern. Selbst wenn es die Hilfe an einem untergehenden Reiche wäre. Das Bistum Cusco in Peru ist ledig. Das ist eines der größten des Westens. Ich werde deine Oberen benachrichtigen, dass ich es dir übertragen will. Nein. Lass mir das arme Kleid meines Ordens, bitte. Lade mir keinen Rang auf. Lass mich bleiben, was ich bin. Ich kann dir nicht nachgeben. Woher soll ich die Stützen meines Reiches nehmen? Wenn Männer wie du, in denen dieses Reiches Inhalt lebt, sich mir entziehen? Und weißt du nicht, dass auch der Rang ein Opfer ist? Und vielleicht das Größte. Mein Herz hängt an meinen Brüdern. Wie soll ich unter sie treten als der mächtigste Bischof des Festlandes? So will ich dafür sorgen, dass du zum geringsten Bischof geweiht wirst. Auch das Bistum Chiapa im südlichen Mexiko ist ledig. Das ist sehr arm. Du wirst kaum ein Haus antreffen, in dem du wohnen kannst. Und die Untergebenen werden es nicht gewohnt sein zu gehorchen. Die Kolonisten werden dich mit Hass verfolgen. Du bist dem Namen nach ein Bischof, aber
Vielleicht schlimmer dran als der Pfarrer eines Dorfes in der Estremadura. Nun hast du die Wahl zwischen Cusco und Chiapa. Ich höre, Las Casas. Wir wollen eine Art Einverständnis schließen. Dich erwarten die schwersten Stunden deines Lebens, denn du sollst nach den Indien fahren und die neuen Gesetze vertreten. Es ist besser, du vertrittst sie mit dem Range eines Bischofs. Du wirst Zorn entfesseln, wo du erscheinst. Die räuberischen Land- und Minenbesitzer, die Perlenfischer, die vom Leben und Tod der Indios leben, werden dich als den Hauptschuldigen erkennen. Vielleicht werden sie dich in Santo Domingo nicht einmal landen lassen. Vielleicht in den Straßen erschlagen wollen. Aber es ist meine Hoffnung, dass sie vor der Ermordung und Misshandlung eines Bischofs doch zurückschrecken. Nicht meine Macht. Nur die Weihe kann dich beschirmen. Auch ich gehe schweren Tagen entgegen. Vielleicht meinen schwersten. Freilich Tod und Misshandlung habe ich noch nicht zu fürchten. Aber sonst ist wohl nichts, das meine Gegner mir nicht zufügen möchten. Doch mehr als alles andere fürchte ich das Schicksal meiner letzten Hoffnung. Und ich fürchte noch mehr das Müdewerden meiner Kraft, das Verlangen nach einer großen Stille. Als du vorhin flehtest, dein Kleid behalten zu dürfen, da verstand ich dich wohl, obgleich ich dich um das meine nicht so bitten könnte wie du. Eher schon könnte ich um das deine bitten. Es ist eine Kraft in dem Gedanken, dass andere aushalten neben uns, solange wir das selbst. Bischof von Chiapa. Armer Bischof von Chiapa. Der arme Bischof von Chiapa kam irgendwann in seine neue arme Residenz. Und er brachte nicht nur für diese die neuen Gesetze mit. Aber es passierte gar nichts. Niemand hat sich daran gehalten. Nicht in Chiapa, nirgendwo in den neuen Indien. Man war ja weit vom Hofe in einer anderen Welt, einer neuen. Und die Gewohnheiten blieben die alten, wie mörderisch sie auch gewesen sein mögen. Hatten Sie die frommen Soldaten, die frommen Kolonisatoren, denn keine Angst vor Strafe, keine Angst, den Zorn Gottes herauszufordern? Wir wissen es nicht. Aber haben Sie denn heute Angst, da die Unterdrückung der Indios weitergeht, ihre Benachteiligung auf allen Gebieten, ihr Vegetieren am Rande der Gesellschaft? Religion. Ist das eigentlich mehr als Selbstberuhigung durch Geschichten erzählen? Und wenn es noch etwas ist, wenn es mehr ist, warum ist es dann so schwer, sich daran zu halten, das innere Bild zu leben? Kaiser Karl V. war ein frommer Mann und er hat die Kaiserwürde eines Tages abgelegt. Er dankte ab. Tatsächlich, zugunsten seines Sohnes, der Philipp hieß, und wurde Uhrmacher. Wirklich, das ist Geschichte. Ob er nachts aufstand und die Uhren anhielt, um den Lauf der Zeit zu verlangsamen, ich weiß es nicht, ich glaube es aber nicht. Ich glaube, er hat die Zeit und ihr Vergehen angenommen. Und der Zerfall seines Reiches begann bald. Jedenfalls in Europa. Drüben, auf dem neuen Kontinent, dauerte es länger, viel länger. Und andere Kolonialreiche entstanden und setzten Tradition und Gewohnheiten dieses ersten fort.
Keine gute Tradition und sehr schlechte Gewohnheiten. Wenn man zurückdenkt, was hätte nicht alles daraus werden können, wenn es zwischen Eroberern und Eroberten anstelle von Massakern und Verheerungen zu einer Zusammenarbeit, zu einer wirklichen Begegnung der Kulturen gekommen wäre. Michel de Montaigne schreibt gegen Ende dieses 16. Jahrhunderts, in dem das alles sich ja abgespielt hat, in einem Essay mit dem beziehungsvollen Titel »Von den Menschenfressern«: Welche Wiedergutmachung wäre das gewesen und welch ein Aufschwung für dieses ganze Weltgetriebe, wenn unsere ersten Beispiele und Auftritte dort diese Völker zur Bewunderung und Nacheiferung der Tugend entflammt und zwischen ihnen und uns brüderlichen Umgang und Einvernehmen gestiftet hätten. Nun, die Geschichte. Wir Menschen selbst sind es, die sich immer wieder um viele Möglichkeiten, die uns gegeben werden, bringen. Auch jetzt, auch heutzutage gäbe es da manches, aber das führt uns in andere Zeiten, wenngleich zu ähnlichen Betrachtungen. Vielleicht setzen wir das ein andermal fort. Gelegenheiten, die Stoffe liefern, gab und gibt es ja leider genug. Die Bewunderung der Tugend, wünschte sich Montaigne. Tugend, was ist das? Nur ein altmodisches Wort? Es ist aus der Mode gekommen, so wie es aus der Zeit gefallen scheint, darüber nachzudenken. Ich danke Ihnen, dass Sie sich der Mühe des Zusehens, des Zuhörens und Mitdenkens unterzogen haben. Dass Sie mit uns ein Stück Geschichte erlebt haben und seine Bedeutung für die Gegenwart. Auch eine Tugend. Guten Abend.